hier. Eure Videos. Hallo Heino, Folge 331, viel Spaß. Die anderen fahren alle weg, nur unsere Tante, die muss gaffen, was da passiert ist. Quittung kriegt sie. Top-Thema. Ja. Ja, wird es bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft auch... Ja, ja, Moment, gleich wird's quittiert. Die One Love Mann, du Fischer! Oh, die Felgen haben mit Sicherheit einen mitgekriegt, aber richtig. Ich glaub's ja nicht. Aller Faller. Hauptsache geklotzt. Wahrscheinlich das Handy in der Hand gehabt. Soll verstanden werden als Zeichen der... Falls einer fragt, 77 fahren war. Ja, hub die Tonne so richtig aus! Was hat die da zu suchen? Benne gibt Lichthupe, Benne hupt und er reagiert überhaupt nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass so ein Netz über so einen Anhänger drüber gezogen werden muss? Denn der Wind, der packt in den Anhänger rein und holt euch raus, was da drin liegt. Ja, bloß das Problem ist, sind halt so viele Leute da, die sagen alle, da passiert nichts, die kannst du da so reinwerfen. Vielleicht ist zum Glück keine Ladung mehr da, denn wir fahren jetzt auf die Autobahn und da wollen wir so eine Trichter auch nicht rumfliegen haben. Benne fährt daneben, hupt nochmal. Benne zeigt nach hinten und von wegen, guck doch mal, aber null Reaktion, er fährt immer weiter. Ich glaube, das war die Statue vom heiligen Sankt Antonius. Aha. Kennst du Wayne? Wayne interessiert's? Dieses Doppelrot. Das interessiert mich aber. Was ist bei dem los? Alter. Ey. 5.800 Euro Schaden passieren gleich und die Abwicklung lief gut ab. Ach, und der Typ im schwarzen PKW packt sich vom Kopf so nach dem Motto, ach Mann, muss das jetzt sein. André fährt gleich an der Seite und macht die Bahn frei, ist auch richtig so, aber... Vielleicht zuerst Fotos machen aus allen Richtungen und dann an der Seite fahren, weil wegen so einem bisschen hier den Verkehr aufhalten geht nicht. Der grüne LKW da hupt und lichthupt erstmal einen Fiat aus. Alter, was ist denn hier los, Mann? Gib doch das, du Affe! Ach, wir gucken ja sehr, sehr viele Männer zu und... Ihr müsst jetzt stark sein. Und an die vier biertrinkenden Frauen, ihr auch. Ach du Scheiße, das gute Radeberger. Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt. Kennt ihr noch diesen alten Klingelton von Anno Tuck? Damit bin ich ja aufgewachsen, also demnach ist es auch schon alt. 20 Jahre? Achtung, der Besitzer dieses Handys ist Kampftrinker. Geil, ich hab das tatsächlich noch auf der Platte gehabt. Letzte Änderungsdatum 2008. Überholverbot ist vorher angekündigt, Baustelle ist vorher angekündigt. Wieso überholt man da mit einem LKW noch? Das ist doch bescheuert, Mann. Wenn du als Überholer nicht dran vorbeikommst, dann musst du bremsen und wieder hinten einscheren, hä? Wie kann man so bescheuert sein, Alter? Doch so ein Man hat's ja auch erst gar nicht gesehen und man denkt sich, warum macht denn der da Lichthupe die ganze Zeit? Meine Fresse. Ah. Geistig eingeschränkt. Aber mächtig geistig eingeschränkt. Ton mache ich mal weg, man hört eh nichts. Arnon schreibt, betrunkener junger Mann, der auf dem Bürgersteig geschlafen hat. Die Frau vor mir hat zwar löblicherweise angehalten, aber direkt den Rettungsdienst alarmiert. Ich bin dann zu ihm hin und habe mal nachgehört, wo denn der Schuh drückt. Er sagte lachend, dass er einfach nur rotzevoll ist. Als ich ihn fragte, wo er denn wohnt, sagte er mir, dass es nicht weit weg ist. Ich habe den Anwesenden dann gesagt, dass hier kein RTW vonnöten sei, da es ihm gut ginge. Sie waren der Meinung, man könne ihn so nicht laufen lassen. Hab dann erklärt, was die Konsequenz ist, wenn der RTW kommt. Mitnehmen ins Krankenhaus.
Wem ist da geholfen? Niemandem. Es wäre nur unnötig ein Rettungsmittel gebunden, was anderswo vielleicht nötiger gebraucht wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Schön, wenn ihr helfen wollt, aber bevor ihr die 112 wählt, um einen RTW zu rufen, fragt euch bitte, ob das, was ihr da gerade vorliegen habt, wirklich ein lebensbedrohlicher Notfall ist oder ob man das auch irgendwie anders lösen kann. Das Einsatzaufkommen in Großstädten ist wegen solcher Bagatelleinsätze wirklich enorm und oft ist die Belastungsgrenze überschritten. Im Zweifelsfall wartet man dann bei einem lebensbedrohlichen Notfall sehr viel länger auf Hilfe. Ich bin dann auch weiter, weil ich eh schon spät dran war auf dem Weg zur Arbeit. So, und wenn ich als Sascha mal was sagen darf, ich habe in den Nachrichten gehört, es gibt tatsächlich Leute, die rufen wegen dem eingerissenen Fingernagel einen Krankenwagen. Krankenwagen! Gut, das wird wahrscheinlich auch nur ein einziges Mal gewesen sein auf der Welt, aber trotzdem, das geht nicht für sowas. Jetzt hier bei den Betrunkenen, ja, das kommt halt immer drauf an. Da will ich hier nichts Generelles erzählen. Aber so wie mir der Typ hier den Eindruck macht und wie der aussieht, ich kann das Gesicht ja noch sehen, ich denke es geht. Lass ihn nach Hause torkeln. Ich glaube, mein ehemaliger Kollege Pinti hat ein neues Wort erfunden. Ich glaube, das kennt ihr auch nicht. Blitzer zugepannt. Hätte er nicht ein bisschen weiter vorfahren können, hätte er einen Blitzer blockiert. Oh, was schreibt er da? Zum ersten Mal gehupt? Entschuldigt er sich oder was ist das hier? Aber die Nebelschussleuchte, ne? Die könnte auch ruhig ausmachen. Alter. Direkt die Kamera mit runtergerissen. Mit zwei Autos sind die hier unterwegs. In jedem Auto sitzen vier Leute. Und der Hintermann oder die Hinterfrau macht Lichthupe zu Hubert von wegen, ey, wir wollen hier auf dem Parkplatz. Hubert so, okay. Und Hubert sagt im Nachhinein, wenn er das Video so sieht, fragt er sich, warum er das so falsch eingeschätzt hat und warum er nicht anständig gebremst hat. Ja. Digga. Scheiße. Mein Auto rennt dann. Hab ich. Alles gut. Alles gut. Oh Gott, Scheiße. Nichts passiert. Das war knapp. Das war ein bisschen zu schnell. Ja, da kannst du dir von deinen Kumpels erstmal für den Rest des Lebens was anhören. Du fährst die nächste Tour wahrscheinlich nicht mehr. Naja, Stoßstange kaputt, Radkasten kaputt. Auf dem Parkplatz, habt ihr wahrscheinlich gar nicht so schnell gesehen, so schnell wie wir da drauf gezischt sind, da standen zwei Männer und zwei Frauen rum. Die Männer brauchten erstmal eine Zigarette. Die Frauen haben sich so erschrocken, die waren am Weinen. Digga. Hab ich. Alles gut. Oh Gott, Scheiße. Nichts passiert. Das war knapp. Das war ein bisschen zu schnell. Es hieß, die Flasche trifft das Auto, aber wenn man das hier auf dem Video sieht, es scheint irgendwie eine Sektflasche zu sein und es ist oben dieser dicke Plastikkorken da oben, glaube ich. Ich glaube, dass der das war. Der schwankt aber auch ordentlich vor uns. Merkt ihr das Nummernschild? Hier wäre Vorlesen das Richtige gewesen, denn man erkennt es eigentlich gar nicht. Man hört, wie David Gas gibt und danach wieder bremst. Und jetzt liest er das Kennzeichen doch noch vor. Und er wiederholt es sogar nochmal. Sag mal ganz schnell. Schatzi, pass auf, ey. Nicht, dass dir die noch reinfährt. Wir fahren gleich noch zur Polizei. Ob sie dahin gefahren sind, keine Ahnung. Ja, das Video könnte hier schon wieder vorbei sein, würde aber gar keinen Sinn ergeben, weil ja noch gar nichts passiert ist. Oh!
Wasser! Das Video könnte hier zu Ende sein, aber Fahrradfahrer sagt nein. Verdammte Scheiße! Das Video könnte hier zu Ende sein, aber Fahrradfahrerin sagt nein. Jetzt ist zu Ende. Ich danke für eure Geduld. Ihr habt sicher gemerkt, das Video ist wieder 10 Minuten lang, also das reine Videomaterial. Und ich denke, ich habe meine Stresswochen hinter mir. Ich hoffe es einfach, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird und ich auch wieder 10 Minuten Folgen schaffen kann. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Danke, viel Spaß. Tschüss.